Abnehmen ist das Ziel vieler Frauen und auch Männer. Der Wunsch, eine gute Figur zu machen oder eine bessere Gesundheit zu erzielen, fordert meist Verzicht und Selbstüberwindung. Schlechte Lebensgewohnheiten wie zu wenig Bewegung oder schädliche Nahrungsmittel erschweren das Vorhaben. In diesem Artikel empfehlen wir verschiedene Produkte, die beim Abnehmen helfen können. Dabei sollte natürlich nicht auf eine ausgewogene Ernährung, ausreichend Bewegung und gesunde Gewohnheiten vergessen werden. Folgende Pflanzen können das Vorhaben, an Gewicht zu verlieren, unterstützen. Diese Meerespflanze enthält viel Jod und Mineralsalze wie Kalium, Brom, Calcium, Magnesium, Eisen USW. Das Jod stimuliert die Schilddrüse, was wiederum gut zum Abnehmen ist. Dieser Teil des Maises wirkt stark entwässernd und reinigend und enthält weitere Eigenschaften, die zum Abnehmen sehr empfehlenswert sind. Artischocken schmecken als Gemüse ausgezeichnet. Ein Aufguss mit Artischockenblättern gehört jedoch auch zu den besten Abnehmmitteln. Auch diese Pflanze ist für ihre entwässernde Wirkung sehr bekannt. Am besten wird damit ein Tee zubereitet, der eine Abnehmdiät bestens unterstützen kann. Es gibt viele Tees, die gut zum Abnehmen sind. Insbesondere grüner und roter Tee wirken ausgezeichnet. Roter Tee hilft bei der Fettverbrennung und wird deshalb in zahlreichen Abnehmdiäten verwendet. Es werden bis zu 3 bis 4 Tassen täglich empfohlen, da roter Tee nicht nur Kalorien abbaut, sondern auch reinigend wirkt. Aloe wird häufig bei Reinigungskuren verwendet. Diese Pflanze kann jedoch auch eine Gewichtsreduktion bestens unterstützen. Sie verbessert die Verdauungsfunktion und reinigt den Körper in nur kurzer Zeit von Schadstoffen. Foto: Lachlan Toward Flickr. Komginseng ist ebenfalls ein ausgezeichneter Fettverbrenner. Er liefert Energie und aktiviert den Stoffwechsel. Am besten ist siberianischer Ginseng, da er gleichzeitig Gelöste auf Süßes reduziert und den Körper auf natürliche Weise mit neuer Energie versorgt. Das in diesem Pfeffer enthaltene Capsaicin, das den scharfen, wärmenden Effekt produziert, hilft bei der Kalorienverbrennung und der Reduzierung des Blutfetts. Folglich ist er zum Abnehmen sehr empfehlenswert. Zimt aktiviert den Stoffwechsel und reguliert den Blutzuckerspiegel. Außerdem hilft dieses köstliche Gewürz, die Triglycerid- und Cholesterinwerte zu reduzieren und verbessert den Glukosestoffwechsel. Das ist wichtig, um Hungergefühle zu bekämpfen. Sellerietee ist ein ausgezeichneter Helfer zum Abnehmen. Er reguliert den Blutzuckerspiegel und den Blutdruck und hilft auch bei Rheumabeschwerden. Er sollte 3 Tage lang als einziges Getränk eingenommen werden. Pfefferminze ist ebenfalls sehr hilfreich. Sie aktiviert die Verdauungsfunktionen und hilft bei der Ausscheidung von Giftstoffen. Alle Diäten, egal wenn diese noch so einfach oder grundlegend sind, sollten von ausreichend Bewegung begleitet werden. So können bessere Resultate erzielt und auch die Blutdruckwerte sowie die Herzfrequenz verbessert werden.